und Klappe. Dann herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Gespräch mit Bundestrainer Thomas Dreißigacker. Wir haben einige Wochen aufzubereiten, angefangen von den verschiedenen nationalen Titelkämpfen, sowohl über die 10.000 Meter als auch über in der U23-Klasse. Dann gab es einige Meetings, die sehr spannend waren, angefangen von Blietzhausen bis hin dann zu Rehlingen und so weiter. Und wollen auch wie immer dann eine kleine Vorausschau bringen, was noch kommen wird. Vor allen Dingen spannend ist natürlich das Thema, wem traust du noch eine WM-Norm zu, wem traust du auch noch da noch einen deutlichen Leistungssprung zu, um dann vielleicht doch den Zug mit aufzunehmen. Und ja, wir sind natürlich wie immer sehr gespannt auf deine Meinung, auf deine Einschätzung zu den vergangenen Wochen und natürlich auch dein Forecast, wie du dir das vornimmst, und freuen uns jetzt natürlich auf das Gespräch und wie immer hier an besagter Stelle. Noch ganz kurz vorab, das Video wird wie immer sowohl grafisch als Video ausgespielt auf YouTube und natürlich nochmal rein als Tonspur auf Soundcloud. Ja? Also das kurz als Einleitung dazu, und gehen wir jetzt mal direkt in die Fragen hinein. Spannend für uns war jetzt die letzten Woche natürlich die 10.000 Meter in Essen. Ja? Nicht nur, weil wir da auch den Livestream gemacht haben und da sehr guten Einblick bekommen haben, wie die Rennen da vonstatten gehen, aber natürlich auch, was die Leistungsdichte da vor allem betraf, dass da wirklich, glaube ich, 19 Männer da unter, also U23 und Männer, unter 30 Minuten geblieben sind. Das hatte ich bestimmt erstmal sehr erfreut. Ja, ja, klar, ist immer schön, wenn wir neben einzelnen Spitzenleistungen natürlich auch eine sehr große Breite haben. Das ist jetzt in Essen dieses Jahr gut gelungen. Waren zum Schluss dann auch gute Rahmenbedingungen, war ja den Tag über sehr windig, aber zum Abend wurde das dann doch zu sehr guten Bedingungen, und wir haben jetzt erstmalig ein bisschen hier mit dem Tempomacher auch gearbeitet, also entsprechend jemand bemüht, sich dort ein bisschen einzubringen, um die Pace die ersten 4.000, 5.000 Meter ein bisschen höher zu machen, und das haben sehr viele angenommen, viele Männer, viele U23-Athleten, sodass da insgesamt halt viele sehr gute Zeiten zustande kamen und U23 EM-Normerfüllung und über 10.000 Meter bei den Männern auch schon sehr, sehr ansprechende Leistungen hinsichtlich des Europacups. Ja. Gehen wir doch mal ein bisschen tiefer rein. Einmal natürlich die Frage, wurde das vorher schon angekündigt, auch mit Felix Rüger, der das Tempo gemacht hat, dass die Person eingesetzt wird? Ja, angekündigt in dem Sinn jetzt nicht öffentlich. Wir haben mit den Leuten, die es jetzt primär betrifft, also in dem Leistungsbereich zu laufen, das vorher abgesprochen, dass die grundsätzlich Bescheid wissen, dass es auch in die Richtung geht. Genau. Okay, aber genau, kommen wir zu den einzelnen Akteuren. Vielleicht das Männerrennen. Aus deiner Sicht, wie hast du es gesehen? Ja gut, ein bisschen wie zu erwarten. Ne? Erstmal der Zug, dass das viele aufgenommen haben, war sicherlich positiv. Und dann, nachdem der Felix rausgegangen ist, ein bisschen bestimmt vor allem durch Richard. Sebastian hat sich auch ein bisschen in der Tempoarbeit eingebracht. Die beiden waren ja die 3,5 Wochen davor gemeinsam im Trainingslager in St. Moritz und haben sich gemeinsam vorbereitet. Und sich entsprechend dort auch präsentiert. Und die anderen, die dahinter hingen, also Philipp, dann der Simon Boch, der Samuel Fitwi, waren sicherlich auch so die zu erwartenden Gesichter. Von der Spitze hat eigentlich ja nur der Amanal gefehlt, der 10 Tage vorher in Stockholm gelaufen ist und deswegen dort gepasst hat. Und dann der Ausgang war sicherlich ein bisschen zu erwarten, dass der Richard das Rennen dann zum Schluss gewinnt. Und dahinter war es sehr knapp. Der Sebastian hat sich dann durchgesetzt auf der letzten 400 vor Simon und Samuel. Aber ich denke, war ein spannendes Rennen und haben gute Leistung gesehen. Wenn du da nochmal auch den Blick nochmal zurück Richtung U23, gerade mit Aaron Bienfeld, und wie hast du dort das gesehen? Also die waren ja auch da, haben sich gut gebettelt, gut abgewechselt. Wie war es für dich? Ja, wie schon angedeutet, es gab dort erstmal vier Normen für die über die 10.000 Meter. Also der Mohamed Mohamed, Markus Görger, Aaron Bienenfeld und Nils Vogt haben dort die Norm erfüllt. Und sicherlich profitiert einfach davon, dass es ein schnelles Rennen war, eine sehr hohe Dichte da war, schöne Gruppen gegeben hat. Und dann ein bisschen mit unterschiedlichen Rennverläufen. Der Mohamed eher etwas aggressiver, Nils der ganz passive, die anderen beiden ein bisschen dazwischen das Rennen dann gestaltet haben. Und alle diese vier jetzt die Norm über 5 und 10 erfüllt. Und da können wir über die Langstrecken ein gutes Team bei der U23 erwarten, und das freut uns natürlich. Ja. Und dann natürlich Alina Rehe, sensationelles Rennen gemacht. Da war ja zwischenzeitlich, ging es ja schon Richtung nationalen Rekord, war mal so kurz angedeutet. Ist man natürlich schon sehr, sehr froh, ja, so ein Rennen da sehen zu dürfen. Ja, du, das ist klar. Bei dann zum Schluss natürlich super Bedingungen. Das gemacht und trotzdem natürlich eine unfassbare Leistung, alleine 10.000 Meter in der Qualität zu laufen.
ja, geliebäugelt. Die WM-Norm war das Ziel, klar. Dass es dann so weit reicht, dass auch die Olympianorm, die ja dann nochmal ein Stück höher ist, 31,25, es zum Ende rausspringt, war schon eine kleine Überraschung und nochmal ein Eindruck, auch dass sie das so alleine kann. Das ist schon extra klasse, ja. Ja. Die Damen dahinter, ja, Miri Dattke hat natürlich dann auch ein sehr einsames Rennen gehabt, aber Anna Gehring musste leider verletzt raus. Hast du da noch einen kleinen Stand, wie es da auch bei Anna gerade aussieht? Ja, genau, Anna Gehring ist ausgestiegen, schon relativ zeitig im Rennen, ein bisschen auch als Vorsichtsmaßnahme, weil sie etwas die Achillessehne gemerkt hat und dann kein Risiko eingehen wollte, sondern 10.000 Meter auf Bahn ja schon dann auch sehr beanspruchend sind. Miriam relativ kurzfristig angereist, aufgrund einer Klausur in der Universität noch. Denke ich, war eine vernünftige Leistung, nochmal das bestätigt und dann sicherlich mit dem Fokus auf die U23-Europameisterschaft. Ja, und dahinter gab es ja trotzdem auch noch weitere U23-EM-Normen. Die Lea Hahn hat die EM-Norm noch erfüllt, die Lisa Oeth hat die EM-Norm erfüllt. Also auch da in der Breite eigentlich gute Leistung. Einige Straßenläufer, die sich gut präsentiert haben, aber trotzdem haben hier natürlich einige gefehlt, die im letzten Jahr noch über 10.000 Meter gut gelaufen sind, sei es Fabian Amrain, sei es jetzt Nathalie Tanner, Sabrina Mockenhaupt hat ihre Karriere ein Stück weit, vielleicht nicht beendet, aber zumindest ein bisschen runtergefahren. Ja. So, das war da natürlich jetzt schon ein bisschen in der Breite eine kleine Lücke hatten. Ja. Du hast jetzt schon mehrmals angesprochen, auch die U23-EM. Ja. Jetzt ist ja so, gerade wenn man sich auf der einen Seite den Europacup, die Aufstellung sich anschaut, da ist ein reines Männerteam vor Ort. Und gleichzeitig wird bei den Damen darauf sich konzentriert, dass die U23-Frauen vor allem sich auf die EM konzentrieren, um dort auch ja, deutliche Medaillenchancen haben. Ja. Wie kam diese Entscheidung zustande? Na gut, das liegt jetzt natürlich auch vor allem daher, dass viele der prägenden Langstrecklerinnen noch U23 sind. Ne? In Alina Rees U23, Miriam Dattke U23 und die dann die U23-EM als ist der größere Fokus drauf als beim Europacup. Und es ist halt nur mit einer Woche Versatz, deswegen ist beides einfach nicht möglich von der Vorbereitung. Und daher ist es nicht möglich, dass Alina und Miriam im Europacup laufen. Und so, dass es dazu gekommen ist, dass eigentlich nur die Anna Gehring jetzt dort bereitsteht, mit dem Richtwert erfüllt und auch von der Leistungsabgabe und dies Jahr kein Team dort an den Start geht. Anders als letztes Jahr war. Letztes Jahr war es andersrum. Und bei den Männern ist es halt so, dass die sechs Männer, die jetzt geplant sind, halt alle dem U23-Alter schon erwachsen sind und daher natürlich bereitstehen für den Europacup und die Chance nutzen auch, eine schnelle Zeit zu laufen, vielleicht Rankingpunkte zu erzielen, auch hinsichtlich nächstes Jahr für die Olympia-Quali. Okay, und hast gerade schon gesagt, die Anna, die steht in Meldenlisten drin. Gehst du davon aus, dass sie starten wird? Ich gehe davon aus, dass die Genesung, wie gesagt, es war auch ein bisschen eine Vorsichtsmaßnahme, relativ schnell vonstatten geht und dann wird sie starten können, ja. Okay, und jetzt drängt sich natürlich schon ein bisschen die Frage auf Richtung U23-EM. Das wäre ja auch mit dem Fokus, den ihr da habt, auch vielleicht was für Konstanze, gerade mit dem Hinblick auf die Medaille dann für den DLV zu holen. Gibt es da eine Absprache dazu? Wie ist da der, also ja, die Frage einfach, nimm uns noch mal kurz ein bisschen mit, wie es da mit Konstanze gerade da aussieht. Ja, der Fokus bei Konstanze liegt erstmal ganz klar bei der Weltmeisterschaft in Doha und dementsprechend auch die Saisonplanung. Sie ist ja insgesamt relativ spät eingestiegen, jetzt ja mittlerweile doch mit sehr ansprechenden Zeiten, 4:03. Sie ist natürlich in den USA und bereitet sich auch dort vor und ist dementsprechend zu dem Zeitpunkt der U23-Europameisterschaft auch noch nicht in der europäischen Saison, sondern kommt erst später hier nach Europa und wird deshalb voraussichtlich nicht mehr an der U23-Europameisterschaft teilnehmen. Wie gesagt, der Fokus ist bei ihr ganz klar auf die Weltmeisterschaft ausgerichtet und das ist auch mit uns abgestimmt und dementsprechend auch völlig nachvollziehbar. Ja. Okay, gehen wir nochmal, hier kommt gerade ein kleiner Ball angerollt. Gehen wir nochmal in die unter- oder ein bisschen kürzeren Distanzen hinein, gerade über die 800 Meter und 1500 Meter. Da gab es jetzt noch wenige Normerfüllungen. Wenn man da im Hinblick auf die WM blickt. Woran liegt es da momentan, dass es noch nicht ganz so rund läuft? Ja, gute Frage. Also zieht sich in der Tat nicht nur bei den Erwachsenen durch, sondern auch leider bei der U23. Das war bisher über 815 Meter männlich und weiblich sehr, sehr wenig Normerfüllung haben. Nur eine über 15 Meter im Männerbereich plus Konstanz im weiblichen Bereich. Ja, natürlich ist es von der Saisonvorbereitung und Saisonplanung so, dass man bei den Mittelstrecken ein bisschen mehr Rennen braucht, um entsprechend auch die Zeiten zu laufen, weil die Spezifik natürlich irgendwo höher ist als bei den Langstrecken. Also beim Langstreckentraining
kommt man direkt aus dem Grundlagentraining und kann relativ gut auch diese Distanzen rennen, ohne eine hohe Spezifik zu trainieren, ohne viele Rennen zu brauchen. Das erfordert natürlich bei der Mittelstrecke etwas mehr. Trotzdem sind wir da natürlich mit dem Stand jetzt gerade nicht zufrieden. Hat ein bisschen unterschiedliche Gründe, Verletzungsprobleme, manche Krankheitsprobleme. Aber summa summarum müssen wir erstmal festhalten, dass wir da jetzt relativ schlecht dastehen und schon auch drüber nachdenken, wie wir das jetzt lösen können. U23-EM ist ja jetzt auch am Wochenende die letzte Chance, sich zu qualifizieren. Ich hoffe, dass vielleicht noch ein, zwei aufspringen. Ja. Marin Kahles, Jana Reinhardt, Lukas Abele sind solche Kandidaten, Christian von Eitzen, die vielleicht da noch aufspringen können. Für die WM ist natürlich noch schon noch viel Zeit. Lutz schlussendlich bis Ende August. Ja. Trotzdem ist natürlich erstmal jetzt der Stand, dass es relativ wenig sind. Ne? Ja. Ja, aber was traust du da noch den verschiedenen Akteuren zu, wenn du da mal ein bisschen tiefer reingehen könntest? Ja, im Ausblick haben wir natürlich schon noch welche. Ja. Kathi Trost war relativ knapp über 800 Meter dran. Wir haben die 15 Meter Mädels mit Hanna Klein, mit Katharina Granz, die sicherlich noch in die Nähe kommen würden, es vielleicht schaffen. Gut, dann geht es in der Langstrecke noch weiter, wo manche noch nicht in Erscheinung getreten sind. Die Nies ist noch nicht gelaufen. Also das, denke ich, sind gerade, weil die WM relativ spät ist, wird da schon noch einiges kommen im Juli und im August, wo wir auch noch mit Normen rechnen können. Bei den Männern haben wir über 800 Meter bisher Marc Reuter gesehen, der noch nicht ganz in der Verfassung ist von bisher. Im Training auch ein bisschen was umgestellt hat, es vielleicht auch einfach einen Moment dauert, dass das alles wirkt. Bin ich mir schon sicher, dass da noch auch andere Zeiten kommen. Chris Kessler hat ein bisschen Schwierigkeiten gehabt jetzt im Saisoneinstieg, auch durch eine kleine Verletzung. Der wird jetzt bei den European Games nächste Woche laufen und denke auch, dass da im Juli noch weitere Leistungen kommen. Marius Probst wird sich sicherlich noch steigern. Also da sind schon noch ein paar, die da aufspringen können. Timo Benitz ist jetzt erst eingestiegen über 800 Meter in Dessau. Also da werden schon noch ein paar kommen. Nichtsdestotrotz sind die Normen natürlich auch entsprechend nicht ganz leicht. Und werden wir sehen, wie viele in die Richtung dann das noch schaffen können. Ja. Aber eigentlich sieht es ja ganz gut aus, gerade wenn man auch so die letzten Marius Probst, wie du schon angesprochen hast, oder Marc Reuter, die waren ja da alle nicht weit weg in den letzten Jahren. Und wenn sie da noch den kleinen Schritt gehen, dann dürfte es eigentlich funktionieren. Ja? Drückt man da die Daumen dazu. Kommen wir vielleicht auch nochmal so zu den Comebacks oder auf die Comebacks zu sprechen. Du hast schon Timo Behn jetzt gerade gesagt, aber auch wieder die Langdistanz Hendrik Pfeiffer, der ja ganz gut wieder gestartet ist, auch vom Timo jetzt in Dessau. Wie verfolgst du solche Geschichten? Ja, mit Hendrik stehe ich immer mal wieder ein bisschen im Kontakt. Der ist in Oelde die 10 Kilometer Straße gelaufen, denke ich, schon ein ganz vernünftiges Ergebnis. Dort ja noch bei sehr windigen Bedingungen. Und ja, ich denke, der bereitet sich jetzt gut auf den Herbst vor und seine klare Mission ist für sich, glaube ich, die Olympianorm zu knacken. Und dem traue ich das zu und ich hoffe, dass er sich da sehr gewissenhaft vorbereitet und intelligent vorbereitet, ohne nochmal wieder in Verletzungssorgen zu kommen. Und dann glaube ich, dass er im Herbst diese Chance hat, in den Bereich zu laufen. Und ja, der hat mittlerweile eine sehr starke Trainingsgruppe, auch mit Tom, auch mit Ammanal, der sicherlich stark auch die Langstrecken bedient. Und dann hoffe ich, dass er in die Richtung gehen kann, ja. Drücken wir auch da ganz doll die Daumen. Eine Frage da direkt, weil wir so ein bisschen bei den Comebackern waren. Was ist mit Homio Tesfay momentan? Ja, vielleicht können wir die Frage weitergeben. Ja, okay. Ich kann es nicht beantworten. Wir haben jetzt keinen Kontakt. Er ist ja seit einigen Jahren auch kein Bundeskaderathlet mehr von uns. Und wir haben dort auch jetzt nicht den permanenten Kontakt. Und kann ich so nicht beantworten. Ja. Also ist ein bisschen irgendwie keine Info. Die letzte Info, die du da vielleicht zu ihm hast, gibt es da irgendetwas? Nee, der letzte Kontakt war in der Tat bei der Europameisterschaft im letzten Jahr. Okay, also schon ein ganzes Stück zurück. Okay. Jetzt hast du schon gerade Wochenende, gibt es ja wieder einige Gelegenheiten auch in Richtung WM-Norm, gerade bei dem Soundtrack in Tübingen. Du wirst selbst vor Ort sein. Wo hast du da ein besonderes Augenmerk drauf gelegt? Ja, wir haben jetzt manche schon angesprochen, ne? Die 15er weiblich gucken wir drauf. Wir gucken sicherlich auf die 5000 männlich mit Richard und Ammanal. Sind vielleicht so die beiden Hauptstrecken, 800 Meter weiblich, ja. Sicherlich nochmal auch Richtung U23, auch Richtung WM. Das werden dann so die Strecken sein, wo wir am Wochenende hauptsächlich hingucken. Ja, und dann kommen ja die nächsten Wochenenden. Ja. Zu guter Letzt noch die 3000 Meter Hindernis. Da ist auch ein bisschen der Wurm drin, ne? So ähnlich wie vielleicht bei den 800 bis 1500 Meter. Ja, also sind die Resultate momentan auch noch nicht ganz so, wie man sich das vielleicht vorstellen kann, ja? Gut, Gesa ist natürlich sehr gut eingestiegen, jetzt also im weiblichen Bereich hat das jetzt erstmal, ja, denke ich, Gesa sehr, sehr, sehr gut gewesen. Elena Burkhardt ist gut eingestiegen, denke ich, wird sich auch noch deutlich entwickeln. Also wie gesagt, die WM-Saison ist lang, da wird noch einiges passieren bei den Frauen. Auch Jana Sussmann wird sich noch steigern.
Bei der U23, denke ich, ist es im weiblichen Bereich sehr ordentlich. Da haben wir mit Lea Meyer, Turit Gerst zwei Athletinnen für die U23-Europameisterschaft, die sicherlich im Top-6-Bereich vielleicht auch ein bisschen mehr mitlaufen können, auch von der Qualität auf der letzten Runde. Beim männlichen Bereich ist es für die erwachsenen Männer auch ein bisschen mit Verletzungsproblemen geprägt. Also Martin Grau hatte einen Bänderriss im Mai, Tim Stegemann ein bisschen mit Achillessehnenproblemen, Patrick Kahl noch auch nachwirkend durch die langwierigen Achillessehnenprobleme im letzten Jahr, wird er etwas später in die Saison einsteigen. Bin aber hier insgesamt guter Dinge, dass die Jungs noch ganz gut in die Saison einsteigen, auch wenn es erst Ende Juli, August sein wird. Wie gesagt, die Saison ist lang, hatte ich jetzt mehrfach ja angedeutet, ja. Da wird noch was kommen. Bei der männlichen U23 dafür im Hindernisbereich sehr erfreulich, gab sehr viele Normerfüller, haben wir am Wochenende ein sehr spannendes Rennen gesehen, wo im Endeffekt 5 Normerfüller dann um die 3 Tickets in Wetzlar gekämpft haben für die U23-Europameisterschaft und da sind sehr ansprechende Leistungen, also die Dichte ist dort sehr groß, die absolute Spitze konnte jetzt noch nicht ins Geschehen eintreten bei den 3 Hindernismännlichen. Ja. Also sind wir da auch gespannt, was da noch passiert. Jetzt nehmen wir uns doch nochmal mit auf die nächsten Wochen, ja? wie es jetzt bei dir weitergeht, aber auch wo jetzt so die nächsten Rennen anstehen, dass wir da nochmal einen kleinen Einblick bekommen, wo da vielleicht der ein oder andere Leichtathletik-Fan da noch den Fokus drauflegen sollte. Gut, wie angedeutet, Tübingen ist jetzt am Wochenende, dann ist ein Teil schon Vorbereitung in St. Moritz im Trainingslager, entweder auf die U23-EM oder auch ein bisschen langfristiger Richtung DM und die weiteren Wettkämpfe. Dann ist der Europacup ja auch noch, die 10.000 Meter, ist ja jetzt auch schon gar nicht mehr so lange hin, in 2 Wochen. Und dann kommen natürlich weitere Diamond League-Wettkämpfe auch, wo sicherlich auch Konstanze dann in Erscheinung tritt. Dann bereiten sich auf dem Bellmecken ab Mitte Juli auf die Weltmeisterschaft vor. Hier haben wir ja ein sehr erfreuliches Ergebnis noch Anfang Juni von Christopher Linke gesehen, der hier einen deutschen Rekord eingestellt hat. Fast ein bisschen überraschend nach den etwas schwierigeren Rennen davor. Dann in La Coruña bei einem absoluten Weltklasse-Feld auch sich dort sehr gut präsentiert als Sechster und wie gesagt mit einer Einstellung des deutschen Rekords von Andreas Erm. Also sieht man hier, dass mit ihm immer zu rechnen ist und denke ich, das sind so die nächsten Aktivitäten von meiner Seite, aber natürlich von der gesamten Disziplingruppe. Ja. Vielleicht noch ein kurzes Wort auch zu Christopher Linke. Auf die Sekunde gleich gewesen, ne, dann wäre ein bisschen schade auf der einen Seite. Ne? Ich glaube, da einen deutschen Rekord dann zu knacken um eine Sekunde, das ist vielleicht ein bisschen ärgerlich, aber trotzdem sensationelles Ergebnis. War auch, glaube ich, auch ein sehr hartes Rennen durch die Japaner, sehr, sehr intensiv geprägt. Ja? War mir gar nicht so bewusst, dass da die Japaner im Gehen so eine große, große Macht sind. Ja, doch, die Japaner sind im Gehen schon bekannt stark, auch gerade jetzt vorbereitend auf die Olympischen Spiele. Denke ich, werden wir uns in einigen Disziplinen wundern, dass die Japaner doch auch ganz gut dabei sind. Und im Gehen ist es aber jetzt nichts Neues, dass die so prägend sind. Auch vor dem Rennen in La Coruña waren die Weltbestenliste war durch die Japaner irgendwo geprägt und die haben dort ein sehr, sehr schnelles Rennen gemacht. Und Chris ist dort aber mit einem taktisch sehr, sehr guten Rennen, also etwas langsamer angegangen und in einer sehr, sehr schnellen zweiten Hälfte hinten raus sehr, sehr weit vorgekommen. Ja, also dann nochmal Glückwunsch auch von unserer Seite. Ja, also stehen nach wie vor wie sehr viele interessante, tolle Entscheidungen noch vor uns. Ich glaube, du bist erstmal so grundsätzlich zufrieden zu dem aktuellen Stand, wenn man da so ein kleines Zwischenfazit ziehen kann auf dem Weg Richtung WM und EM-Geschichten. Ja, mit allem sind wir noch nicht zufrieden. Wir hatten vorhin ein bisschen die Probleme detektiert, Mittelstreckenbereich. Denke ich, wird aber noch was kommen, so dass es ein bisschen unterschiedlich ist. Ja. Aber ich bin optimistisch, dass in den nächsten Wochen und Monaten noch einiges kommt. Wird da groß was noch umgestellt oder gut, viel kann man jetzt wahrscheinlich nicht mehr machen, aber außer dann zu, ja, ich will nicht sagen hoffen, aber zu sagen, okay, das wird dann noch oder man schenkt dem vergangenen Training einfach das Vertrauen, was man denen schenken kann und einfach optimistisch dann in die Zukunft blicken, ja? Das ist unterschiedlich ein bisschen, ne? Das ist natürlich dann auch, je nachdem, wo die Begründung ist, dass es vielleicht noch nicht so gelaufen ist, sind es Verletzungen, was im Training, muss man auch darüber reden. Was kann man lösen und kann man irgendwo was korrigieren oder kann man es halt nicht machen. Ne? Das ist ein bisschen davon abhängig. Aber grundsätzlich gibt es natürlich ein Trainingskonzept, was ja irgendwo Bestand hat und man auch darauf vertraut, auch wenn vielleicht mal was nicht funktioniert. Aber wie gesagt, das wird individuell auch mit den Heimtrainern natürlich besprochen, die da am nächsten Jahr dran sind und im Endeffekt die wichtigste entscheidende Komponente sind. Und dann muss man das bewerten und entscheiden. Ja. Gut, also ist jetzt, glaube ich, schon genug gesagt dazu. Also wir sehen uns, denke ich, in den nächsten Wochen einfach wieder hier an besagter Stelle wieder und hoffentlich dann auch mit mehr guten Resultaten und dann schon mit der Einstimmung auf die WM. Und
drücken dir natürlich die Daumen, deinem Team, dass da alles gut läuft, weniger Verletzungen, die noch kurieren, dass sie gut auf die Beine kommen und dann freuen wir uns, wie gesagt, auf die nächsten Wochen und Ergebnisse. Ja? Dann vielen Dank für den Moment und bis bald. Ja? Ja, danke. Hallo, hallo.